Wissenschaftler entdecken täglich neue Dinge über das Universum und das Universum bleibt für die Forscher immer noch ein Mysterium. Dennoch gibt es Entdeckungen, die besonders hervorstechen, weil sie Erstaunen oder sogar Angst auslösen können. Heute erwarten euch die 10 seltsamsten Dinge im Weltraum. Möchtest du mit uns gemeinsam das geheimnisvolle Universum erkunden? Dann zeig es mit einem Daumen nach oben und abonniere Verborgenes Universum. Lasst uns mit der Reise beginnen. Der größte elektrische Strom des Universums. Noch vor wenigen Jahren stießen die Wissenschaftler auf einen elektrischen Strom kosmischer Ausmaße. 10 hoch 18 Ampere oder etwa 1 Billion Blitze. Man nimmt an, dass der Blitz von einem riesigen schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie ausgeht, dessen Kern angeblich ein riesiger kosmischer Strahl ist. Anscheinend ermöglicht es das riesige Magnetfeld des schwarzen Lochs, diesen Blitz durch Gas und Staub bis in eine Entfernung von über 150.000 Lichtjahre zu feuern. Und wir dachten, unsere Galaxie sei groß. Dieser einzelne Blitz ist 1,5-mal so groß wie unsere Galaxie. Der Diamantplanet. Astronomen entdeckten den Planeten im Jahr 2004, nachdem sie das Spektrum seines Muttersterns 55 Cancri A, einem von 2 Sternen in einem Doppelsternsystem etwa 40 Lichtjahre von der Erde entfernt, im Sternbild Krebs untersucht hatten. Es gibt mindestens 4 weitere Planeten im selben System, die zumeist vor 55 Cancri E entdeckt wurden. Das Team entdeckte subtile Schleifen auf dem Mutterstern, die durch das Vorhandensein eines weiteren Planeten erklärt werden könnten. Während die Existenz des Planeten 2005 von einem zweiten Forschungsteam in Frage gestellt wurde, bestätigte ein separates Team im Jahr 2006 die Existenz des Planeten. Der Planet 55 Cancri, der vollständig aus kristallisierten Diamanten besteht, würde einen Preis von 26,9 Milliarden Dollar haben. Von solchen Dingen träumt sogar der Sultan von Brunei nachts. Der riesige Diamantplanet war einst ein Stern in einem Doppelsternsystem, bis sein Partner begann, ihn auszunehmen. Der Stern war jedoch nicht in der Lage, seinen Kohlenstoffkern wegzuziehen. Interessant. Kohlenstoff ist nur 1 Tonne Hitze und Druck davon entfernt, ein Diamant zu sein, so dass bei einer Oberflächentemperatur von 1648 Grad Celsius die Bedingungen fast perfekt sind. 1/3 der Masse des Planeten soll reiner Diamant sein. Und während die Erde von Wasser bedeckt und reichlich mit Sauerstoff versorgt ist, besteht dieser Planet hauptsächlich aus Graphit, Diamant und einigen anderen Silikaten. Der riesige Edelstein ist 2-mal so groß wie die Erde und hat die 8-fache Masse, was ihn zu einem Supererdreich macht. Der größte Wasserspeicher des Universums. 12 Milliarden Lichtjahre entfernt befinden sich im Herzen eines Quasars das größte Wasserreservoir des Universums. Es enthält 140 Billionen Mal so viel Wasser wie die Ozeane der Erde und wurde in der Nähe des kolossalen schwarzen Lochs im Zentrum des Quasars gefunden. Leider manifestiert sich das Wasser in Form einer massiven Gaswolke mit einem Durchmesser von mehreren 100 Lichtjahren. Unsere Träume von der größten Wasserrutsche des Universums wurden zerstört. Der Clou ist jedoch, dass dieses schwarze Loch, das 20 Billionen Mal so groß ist wie unsere Sonne, ständig riesige Energiemengen ausspuckt, die der Energiemenge von 1000 Billionen Sonnen entsprechen. Zombie-Sterne. Jeder weiß doch, dass Sternschnuppen nur Meteore sind, die in die Atmosphäre eintreten, oder? Was einige Leute jedoch nicht wissen, ist, dass es auch echte Sternschnuppen gibt. Man nennt sie umgangssprachlich auch Zombie-Sterne. Das sind große, feurige Gaskugeln, die mit Millionen von Meilen pro Stunde durch den Weltraum schießen. Wenn ein Doppelsternsystem von dem massiven schwarzen Loch, das ist übrigens der wissenschaftliche Begriff, im Zentrum einer Galaxie verschlungen wird, wird einer der beiden Partner verzehrt, während der andere mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen wird.
Versuche dir einmal vorzustellen, wie ein riesiger Gasball, viermal so groß wie unsere Sonne, mit Millionen von Meilen pro Stunde aus unserer Galaxie herausgeschleudert wird. Das Rollensystem oder auch Castor-System. Als ob ein oder zwei riesige, feurige Gaskugeln nicht schon genug wären, haben wir hier das Castor-System. Als einer der beiden hellen Sterne aus dem Sternbild Zwillinge an unserem Nachthimmel hat er eine beachtliche Leuchtkraft. Der Grund dafür ist, dass das Castor-System nicht aus einem oder zwei, sondern aus sechs Sternen besteht, die alle um eine gemeinsame Zentralmasse kreisen. Drei Doppelsternsysteme umkreisen sich hier gegenseitig, wobei zwei heiße und helle Sterne vom Typ A im System festsitzen sowie vier rote Zwerge vom Typ M. Insgesamt haben diese sechs Sterne jedoch etwa 52,4 mal mehr Leuchtkraft als unsere Sonne. Der Höllenplanet. Wenn ein Planet dich töten will, dann Gliese 581c. Wissenschaftler haben festgestellt, dass dieser Höllenplanet der wahrscheinlichste Kandidat für eine künftige Kolonisierung ist. Dieser Planet umkreist einen roten Zwergstern, der um ein Vielfaches kleiner als unsere Sonne ist und eine Leuchtkraft von nur 1,3% unserer Sonne besitzt. Das bedeutet, dass der Planet viel näher an seinem Stern ist als wir an unserem. Aus diesem Grund befindet er sich in einem Zustand des Gezeitenschlusses, was bedeutet, dass eine Seite des Planeten immer dem Stern zugewandt ist und eine Seite immer abgewandt ist. Genau wie die Beziehung unseres Mondes zur Erde. Wenn du auf die Sternenseite des Planeten hinausgehst, würde dein Gesicht sofort schmelzen. Während du auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten stehst, wo es keine Sonne gibt, sofort erstarren würdest. Zwischen diesen beiden Extremen befindet sich jedoch ein kleiner Gürtel, in dem theoretisch Leben existieren könnte. Das Leben auf Gliese 581c hätte jedoch seine Herausforderungen. Der Stern, den er umkreist, ist ein roter Zwerg, was bedeutet, dass er sich am unteren Frequenzende unseres sichtbaren Spektrums befindet und den gesamten Himmel von Gliese 581c in ein höllisches Rot taucht. Ein weiterer Nebeneffekt davon ist die Tatsache, dass sich photosynthetisierende Pflanzen an das ständige Bombardement mit Infrarotstrahlung anpassen müssten, was ihnen eine tiefschwarze Farbe verleihen würde. Himbeeren und Rum. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler eine Staubwolke in der Nähe des Zentrums unserer Milchstraßengalaxie untersucht. Wenn es da draußen einen Gott gibt, dann scheint er beschlossen zu haben, kreativ zu werden. Diese Staubwolke mit dem Namen Schütze B2 riecht nach Rum und schmeckt nach Himbeeren. Die fragliche Gaswolke besteht größtenteils aus Ethylformiat, das bekanntlich Himbeeren ihren Geschmack verleiht und Rum seinen unverwechselbaren Geruch. Diese große Wolke soll 1 Milliarde Liter des Stoffs enthalten. Was großartig wäre, wenn es nicht durch lästige Partikel wie Propylcyanid ungenießbar gemacht würde. Die Entstehung und Verteilung dieser komplexeren Moleküle ist den Wissenschaftlern jedoch noch immer ein Rätsel, so dass wir in absehbarer Zeit keine intergalaktische Kneipe eröffnen werden. Der Planet mit brennendem Eis. Erinnerst du dich noch an Gliese? An dieses Höllenloch von einem Stern, das wir vorhin besucht haben? Wir fliegen zu diesem in dasselbe Sonnensystem zurück. Als ob ein mörderischer Planet nicht genug wäre, unterstützt Gliese einen Planeten, der bei 439 Grad Celsius fast vollständig aus Eis besteht. 436b ist ganz einfach ein brennender Eiswürfel. Stelle dir nun Hoth aus Star Wars vor und stelle dir vor, dass er brennt. Der einzige Grund, warum dieses Eis fest bleibt, ist die riesige Wassermenge, die auf dem Planeten vorhanden ist. Die Schwerkraft zieht alles in Richtung des Kerns und hält die Wassermoleküle so dicht gepackt, dass sie nicht verdampfen können. Die Himiko-Wolke. Himiko kann einen Halo aus isoliertem Gas darstellen, der ein massives schwarzes Loch umgibt, oder eine kühlende Gaswolke, die auf eine Urgalaxie hinweist. Es könnte auch das Ergebnis einer Kollision zwischen zwei jungen Galaxien sein oder der ausgehende Wind einer hochaktiven Sternenkinderstube oder einer einzelnen Riesengalaxie.
Die Wolke geht ähnlichen Klecksen, sogenannten Lyman-Alpha-Klecksen, voraus, die existieren, als das Universum 2 bis 3 Milliarden Jahre alt war. Die Forscher nannten ihren neuen Fund Himiko, nach einer alten legendären japanischen Königin des Königreichs Yamaitai-Koku, Japan aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Wenn es jemals ein Objekt gegeben hat, das uns die Ursprünge einer Urgalaxie gezeigt hat, dann ist es dieses. Die Himiko-Wolke ist das massivste Objekt, das je im frühen Universum gefunden wurde. Und sie datiert nur 8 Millionen Jahre nach dem Urknall. Die Himiko-Wolke verblüfft die Wissenschaftler durch ihre schiere Größe, die etwa halb so groß ist wie unsere Milchstraßengalaxie. Himiko gehört der sogenannten Rionisierungsepoche an, also dem Zeitraum von etwa 200 Millionen bis 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall. Und es ist der erste Blick, den die Wissenschaftler auf die frühe Entstehung von Galaxien werfen konnten. Das LQG. Die Himiko-Wolke hat eine beachtliche Größe, denn sie ist halb so groß wie unsere Galaxie. Nun, wie wäre es mit einer Struktur im Weltraum, die so gewaltig ist, dass sie die konventionellen Gesetze der modernen Astronomie bricht? Diese Struktur besitzt die LQG, die Large Quasar Group. Unsere Galaxie, die Milchstraße, hat einen Durchmesser von nur 100.000 Lichtjahren. Denke einen Moment darüber nach. Wenn auf der anderen Seite der Galaxie etwas passiert, würde es 100.000 Jahre dauern, bis das Licht das andere Ende erreicht. Das heißt, wenn wir beachten, wie ein Ergebnis am anderen Ende unserer Galaxie stattfindet, dann geschah es tatsächlich, als die menschliche Spezies gerade erst begann, sich zu bilden. Nimm nun diese Zeitspanne und multipliziere sie mit 40.000. Das ist richtig. Die Large Quasar Group hat einen Durchmesser von 4 Milliarden Lichtjahren. Der Haufen aus 74 Quasaren verstößt gegen die Regeln der Standardastrophysik, da die maximale Größe einer kosmischen Struktur nur 1,2 Milliarden Lichtjahre betragen sollte. Die Wissenschaftler haben absolut keine Ahnung, wie diese riesige Struktur entstanden ist, da sie zuvor nur andere Haufen von vielleicht mehreren 100 Millionen Lichtjahren Durchmesser kannten. Die gigantische Struktur spuckt absolut auf ein bestimmtes physikalisches Gesetz, das besagt, dass das Universum aus der Entfernung betrachtet relativ gleichförmig aussehen würde. Das Weltall ist schon ein seltsamer Ort, nicht wahr? Immer mehr Dinge werden entdeckt, immer mehr Dinge faszinieren und erstaunen uns. Was meint ihr? Denkt ihr, dass in Zukunft noch mehr Diamantplaneten entdeckt werden und diese als Quelle des Reichtums für den Menschen dienen werden? Hinterlasst eure Meinung als Kommentar.